Porto doesn't have Danilo and Alexandre playing. Ich hoffe natürlich, dass es ein Vorteil sein wird, aber ist jetzt nicht pauschal so zu sehen. Ich weiß nicht genau, wie sie die beiden Spieler ersetzen werden. Möglicherweise kommt der etatmäßige Innenverteidiger wieder rein der Martins Indi, glaube ich, geht vielleicht nach links. Ich weiß es nicht, wie sie spielen werden, aber ich denke, Porto hat auch sehr gute Ersatzspieler für die beiden parat. Aber hoffentlich für uns wird es ein Vorteil. Bitte sehr. Philipp genau. Sollte auch noch, aber der kann ja nur das Gleiche sagen. Gibt nichts mehr hinzuzufügen. Ja. I'm the press officer from Philipp Lahm.